unter der 5%-Hürde geblieben, nur dank der drei Direktmandate überhaupt in den Bundestag gekommen. Also unter dem Strich eine außerordentlich schlechte Bilanz, und damit kann man natürlich gegenwärtig in der Politik auch keinen Start machen. Und dann kommt am Sonntagabend Professor Probst zu einer Aussage, ein schriftliches Statement wie das von Amira Mohamed Ali, der bisherigen Fraktionsvorsitzenden, die mehr oder weniger die Brocken hinwirft. Und nicht nur das, quasi zugespitzt noch mit einer Bemerkung, dass es ihr zunehmend schwerfalle, wörtliches Zitat, die Linie der Parteiführung in der Öffentlichkeit mitzuvertreten. Ich glaube, massiver kann man das sozusagen nicht vor die Füße werfen. Oder wie ist Ihre Einschätzung aus Ihrer Erfahrung nach? Nein, da haben Sie vollkommen recht. Ich meine, letzten Endes ist ja Frau Mohamed Ali selbst ein Teil der Parteiführung, wenn man die Fraktionsvorsitzenden dazu zählen will. Und hier zeichnet sich ja seit langem ab, dass es doch unterschiedliche Auffassungen gibt über die Zukunft von Sarah Wagenknecht. Frau Mohamed Ali gehört zu denjenigen, die den Kurs und die Vorstellung von Sarah Wagenknecht stützen, und ein großer Teil der Fraktion, das betrifft ja nicht nur Dietmar Bartsch, sondern auch andere, sind die Alleingänge von Sarah Wagenknecht schon seit längerem leid und drängen sie im Grunde schon aus der Partei zu gehen und dann eine eigene Partei zu gründen oder was auch immer. Darüber liegt ja immer noch ein Schatten oder ein Schweigen, was wir letzten Endes nicht wissen, was Sarah Wagenknecht nun wirklich macht. Aber der Austritt von Mohamed Ali oder die Ankündigung, dass sie nicht wieder kandidiert, besser gesagt, zeigt ja, dass möglicherweise hier eine neue Parteigründung vorbereitet wird und Mohamed Ali dann zusammen mit Sarah Wagenknecht und anderen versuchen wird, vor allen Dingen in den ostdeutschen Bundesländern, aber auch im Westen, mit einer neuen Partei Fuß zu fassen. Das Ganze braucht eine Vorbereitung, es braucht natürlich auch eine Finanzierung im Hintergrund, es braucht Leute, die das tragen. Also, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, den Gedanken, die Sie gerade aufgemacht haben, dann bringt uns das ja an zwei Punkte. A, was würde passieren aus einer Bundestagsfraktion, wo mutmaßlich einige Leute rausgehen und der Fraktionsstatus weg ist? Aber was passiert auch im Blick auf das kommende Jahr? Wir haben vor einer Stunde mit unserem Berlin-Korrespondenten Gert-Joachim von Fallois gesprochen, der das auch schon ein bisschen mal skizziert hat, aber mit Blick auf 2024, zum Beispiel Thüringen, sagen Demoskopen, ein Potenzial von über 20% einer Wagenknecht-Partei voraus. Was würde das für die politische Landschaft in Deutschland bedeuten? Ja, das würde natürlich auch zu Veränderungen in der gesamten Parteienlandschaft führen, wenn es denn so kommt. Ich habe noch letzten Endes große Zweifel, ob es wirklich gelingt, eine neue Partei aus dem Boden zu stampfen. Dazu braucht man eigentlich zunächst erstmal Erfolge auf kommunaler Ebene. So hat es bei den Grünen, so hat es auch bei der Linken angefangen. Man braucht ein Potenzial, man braucht Ressourcen, man braucht entsprechende Leute, man braucht Finanzen. Sie haben das schon angesprochen. Also eine neue Partei zu gründen ist auch nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Und Frau Wagenknecht hat ja schon zwei Versuche unternommen. Einmal mit ihrer Aufbruchbewegung, also als sie diesen Aufruf gestartet hatte vor 2, 3 Jahren, dann auch der Friedensappell mit Ali Schwarzer. All das ist ja letzten Endes auch verpufft. Daraus ist ja nicht wirklich etwas entstanden, ist keine Struktur entstanden oder keine Organisation. Also insofern muss man mal abwarten, was aus dieser Parteigründung tatsächlich werden wird. Sollte sie dennoch gelingen, wäre das sicherlich ein Grund, um in Ostdeutschland hier und da auch Wahlerfolge zu erzielen. Ob es nun wirklich 20% sind und ob die Wagenknecht-Partei mit welcher Positionierung dann auch immer der AfD Konkurrenz machen könnte, darauf hoffen ja manche schon, damit die AfD sozusagen kleiner wird, als sie gegenwärtig ist. Das muss man erstmal abwarten. Da habe ich persönlich noch große Zweifel. Also gegenwärtig, wie gesagt, ist das erstmal nur eine Ankündigung. Aber ob das tatsächlich gelingt, ist eine ganz andere Frage. Zumindest haben die gleichen Demoskopen, die für Thüringen diese über 20% prognostiziert haben, gleichzeitig gesagt, 10 davon kämen von der AfD. In dieser Sekunde geht es in Berlin los bei der Pressekonferenz im Karl-Liebknecht-Haus. Ich darf mich bedanken für diese Einschätzung bis hierhin. Wir gehen live nach Berlin zum stellvertretenden Parteivorsitzenden. Unser stellvertretender Parteivorsitzender Lorenz Göster-Beutin vorstellen wird. Des Weiteren widmen wir uns der Schuldenbremse und dem Streit um sie und dem AfD-Parteitag in Magdeburg. Und im Anschluss sind natürlich wie immer Fragen zugelassen. Ja, moin.
Wir haben ja gesagt, wir wollten mit der Schuldenbremse einsteigen, Klima-Sofortprogramm. Wir erleben auf Bundesebene eine Bundesregierung, die durch alle Bereiche Kürzungen vorsieht. Zuletzt ging durch die Öffentlichkeit die Frage der politischen Bildung, die Kürzungen bei der Bundeszentrale politische Bildung. Es sind Kürzungen vorgesehen in der Pflege, Kürzungen vorgesehen bei der Kindergrundsicherung und in anderen Programmen. Wir halten das in der gegenwärtigen Lage für einen massiven Fehler, weil wir denken, dass wir insgesamt in einer gesellschaftlichen Krise sind, in einer Krise der sozialen Gerechtigkeit, einer Krise unserer Demokratie, auch im Zuge einer Inflation und einer Rezession, vor der wir stehen. Und wenn man in dieser Sackgasse noch mal Gas gibt durch weitere Kürzungen, gefährdet man insgesamt unsere Demokratie. Und unserer Ansicht nach ist das, was die Bundesregierung da betreibt, gerade ein Aufbauprogramm für die AfD, was auch in historischer Perspektive falsch ist. Und der Finanzminister Lindner sagt schlicht und einfach die Unwahrheit, wenn er behauptet, dass die Schuldenbremse keine Investitionsbremse sei. Das Gegenteil ist richtig, das sehen wir anlässlich dieses Kürzungsprogramms. Und man muss sich schon die Frage stellen, ob Herr Lindner das tatsächlich aus Unwissenheit sagt oder ob er bewusst die Unwahrheit an dieser Stelle sagt. Beide Sachen wären für einen Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland leider ein Armutszeugnis. Deswegen sagen wir als Linke, auch als Programm gegen die AfD, als Programm, unser Land wieder in die Spur zu bringen, es zukunftsfähig zu machen, auch in Richtung Klimaschutz, brauchen wir massive Investitionen in die Infrastruktur, massive Investitionen in die Kommunen, massive Investitionen in die Menschen und den Wohlstand in unserer Gesellschaft. Das ist jetzt das Gegenprogramm gegen die antisoziale Politik der Bundesregierung, aber eben auch gegen den Rechtsruck in diesem Land, gegen die AfD, die ihr wahres Gesicht auf dem Bundesparteitag noch einmal sehr klar gezeigt hat. Die Bundesregierung selbst hat in ihrem Bericht an die EU-Kommission noch einmal deutlich gemacht, die Bundesrepublik Deutschland wird mit den jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen ihre Klimaziele für 2030 nicht einhalten können. Sie hat aber auch keine Chance, Klimaneutralität 2045 zu erreichen. Das heißt, die Bundesregierung selbst weiß, dass das, was Sie vorschlagen, hinten und vorne nicht reicht, dass theoretisch massiv nachgesteuert werden müsste. Anstatt aber hier massiv nachzusteuern, gerade in den Bereichen Verkehr und im Bereich der Wärmewende, macht die Bundesregierung das Gegenteil. Sie schleift das Klimaschutzgesetz, sie will die Sektoren dort rausnehmen und sie verzichtet darauf, dass im Verkehrsbereich und im Wärmebereich jetzt die notwendigen und gesetzlich gebotenen Sofortmaßnahmen ergriffen werden. Auf der anderen Seite, und das beschreibt diese Ungleichzeitigkeit relativ gut, erleben wir seit 35 Tagen globale Rekordtemperaturen. Wir erleben einen Anstieg der Temperaturen im Nordatlantik. Wir erleben europaweit zum einen Hitzewellen mit Rekordtemperaturen, zum anderen eben Überschwemmungen, Abbrüche von Bergen und ähnliche Situationen und eine zunehmende Luftverschmutzung, wo eben von der eben auch gerade Menschen, die draußen arbeiten, Menschen, die an Straßen wohnen, Menschen mit kleinem Geldbeutel besonders von getroffen sind. Und deswegen machen wir als Linke noch einmal darauf aufmerksam. Es ist eben nicht so, dass wir alle im selben Boot sitzen, sondern es ist so, dass einige eben an den Rudern sitzen und wie wild vor sich hin rudern, aber trotzdem kaum von Fleck kommen. Und die anderen schön in ihren Sesseln sitzen, das Ganze von oben beobachten und nur darum bemüht sind, dass nicht ihre Privilegien durch mehr Klimaschutz eingeschränkt werden. Wir haben in Europa in den letzten 25 Jahren eine Situation gehabt, wo die ärmere Hälfte der Bevölkerung in Europa insgesamt 25% ihrer CO2-Emissionen eingespart hat. Das heißt, diese ärmere Hälfte der Bevölkerung in Europa ist etwa auf dem Level, was wir mit der Klimaneutralität an CO2-Emissionen noch ermöglichen können.
Die reichsten 10% in Europa hingegen haben ihre CO2-Emissionen in den letzten 25 Jahren deutlich gesteigert. Das heißt, nicht nur der Reichtum der Superreichen in Europa ist gewachsen, sondern auch die CO2-Emissionen. Und deswegen sagen wir, wir müssen eine Klimawende machen, die sozial gerecht ist. Wir brauchen eine Wärmewende, die nachvollziehbar ist, die die kleinen und mittleren Einkommen schützt. Und wir brauchen eben keine Energiewende, keine Wärmewende, die zu Lasten der kleinen und mittleren Einkommen geht. Denn Klimaschutz wird nur dann Akzeptanz finden, wenn er auch sozial gerecht gemacht wird. Das sehen wir auch an den Umfragen. Also ich habe mir in Vorbereitung auf diese Pressekonferenz nochmal unterschiedliche Umfragen, unterschiedliche Studien angeschaut. Beispielsweise den Nachhaltigkeitsmonitor 2023 oder die jüngste Umfrage aus dem Umweltbundesamt. In all diesen Umfragen wird deutlich, es gibt eine Unzufriedenheit mit der Klimapolitik der Bundesregierung. Es gibt auch eine Unzufriedenheit anlässlich dieses Heizungsgesetzes, dieses Klein-Klein und dieses Gegeneinanders, was wir in der Bundesregierung erlebt haben, aber auch eben anlässlich der Kampagnen von Bild-Zeitung, Springer-Presse und Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. All das gefährdet Klimaschutz in der Bundesrepublik. Aber auf der anderen Seite dieser Unzufriedenheit steht, dass 91% der Bevölkerung für den sozial-ökologischen Umbau unserer Wirtschaft eintreten. Dass weit über 60% einfordern, dass wir mehr statt weniger Klimaschutz in der Bundesrepublik Deutschland brauchen. Aber 2/3 befürchten auch, dass diese Bundesregierung einen Klimaschutz machen wird, der sozial ungerecht ist, der zulasten der kleinen und mittleren Einkommen geht. Das heißt, die Antwort darauf ist nicht, dass wir mehr Markt brauchen. Die Antwort darauf ist nicht, dass jeder eben die gleiche Last zu schultern habe, sondern die Antwort darauf ist, dass wir einen Klimaschutz brauchen, der sozial gerecht ist, mit klaren, glaubwürdigen und nachvollziehbaren Regelungen, der die kleinen und mittleren Einkommen entlastet und die Superreichen und die großen Konzerne stärker zur Kasse bittet. Wir als Linke schlagen deshalb dieses Sofortprogramm vor in Höhe von 100 Milliarden Euro, weil wir sagen, wir müssen jetzt sofort beginnen, die Weichen umzulegen. Der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat gesagt, wir sind auf dem Weg in die Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Und diesen Fuß auf dem Gaspedal, den müssen wir runternehmen. Wir müssen umsteuern, wir müssen in die andere Richtung fahren. Und dazu brauchen wir jetzt Investitionen. Dazu müssen wir jetzt an dieser Stelle, in diesem Punkt, die Schuldenbremse aussetzen. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass es möglich ist, dass diese Investitionen möglich sind und müssen in die Menschen, in unsere Wirtschaft, in unsere Gesellschaft, in den Wohlstand in unserem Land investieren und eben darauf rein investieren, dass Deutschland nicht zulasten des globalen Südens Klimaschutz macht, dass Deutschland nicht die gleichen Ausbeutungsverhältnisse aufrechterhält, sondern dass Deutschland einen Klimaschutz macht, der auch für mehr internationale Gerechtigkeit, für die Bekämpfung von Fluchtursachen, für Frieden letztlich sorgt. Wir wollen bei der Energiewende die Ausbauzahlen bei der Windkraft deutlich steigern. Auch anlässlich der aktuellen Zahlen im ersten Halbjahr 300 neue Windkraftanlagen sehen wir, dass die Pläne der Bundesregierung nicht aufgehen, hinten und vorne. Das heißt, wir brauchen in allen Bundesländern und deutschlandweit eine massive Beschleunigung des Ausbaus der Windkraft. Wir brauchen eine Entschlackung der Antragsverfahren und wir brauchen vor allem auch eine Wiederaneignung der Energiewende. Denn die Energiewende, wie sie gestartet ist in den 90er Jahren, war ein demokratisches Projekt, ein dezentrales Projekt in der Hand von Bürgerinnen und Bürgern, nicht in der Hand der großen Konzerne, wie wir es vorher bei der Energieversorgung erlebt haben. Deswegen sagen wir, wir wollen es nicht zulassen, dass die Bundesregierung diese Energiewende an die großen Konzerne verscherbelt. Wir wollen Genossenschaften fördern. Wir wollen Kommunen fördern, Bürgerinnenenergie fördern. Wir wollen all das, was in der Hand der Menschen ist, fördern und was auch den Kommunen, den Menschen direkt vor Ort zugutekommt. Denn wir wissen, da, wo das geschieht, wird auch der Ausbau von Windkraft, der Ausbau von Photovoltaik, Klimaschutz insgesamt akzeptiert.
wenn deutlich wird, es ist ein Klimaschutz, der kommt den Menschen, kommt der Bevölkerung zugute und dadurch wird unsere Gesellschaft insgesamt eine bessere Gesellschaft. Dazu gehört auch, dass wir insgesamt beispielsweise die Übertragungsnetze verstaatlichen wollen, dass wir die Übertragungsnetzbetreiber auch um den Netzausbau wirklich vorantreiben zu können und den auch gut machen zu können, wieder in staatliche Hand bringen wollen. Denn die Übertragungsnetzbetreiber Tennet und Co. sind Monopole, die einen garantierten Gewinn haben. Aber wir brauchen diese Monopole mit garantierten Gewinn eben nicht, sondern wir brauchen öffentliches Eigentum, gerade im Bereich der Netze. Und dafür wollen wir einstehen. Das Gleiche betrifft die Wärmenetze. Bei den Wärmenetzen haben wir uns angeschaut, was hat denn Dänemark anders gemacht? In Dänemark haben wir nicht die großen Player, die einen Profit mit der Wärme machen wollen, in den Netzen drin, sondern dort gibt es die Kommunen, gibt es die Genossenschaften, gibt es die direkte Beteiligung von den Menschen, die auch Wärme beziehen. Und in Dänemark gibt es so etwas, was man als sozialistisch letztlich bezeichnen könnte, denn es gibt dort ein Verbot, Profit zu machen mit der Wärme. Das heißt, die Wärme muss an die Haushalte abgegeben werden, zu den Kosten, zu denen sie auch entsteht, nicht darüber, nicht darunter. Und das führt eben dazu, dass wir dort die Kommunen und die Genossenschaften im Netz haben und nicht diejenigen, die ein Interesse haben, mit der Wärme Profit zu machen. Und ganz klar ist, wir brauchen eine staatliche Aufsicht. Wir brauchen eine staatliche Preisaufsicht, die auch ein Durchgriffsrecht hat, die auch die Konzerne, wenn denn an der Strombörse die Preise fallen oder wenn die Gaspreise fallen, dazu zwingen kann, zu sagen, ey Leute, ihr müsst aber, ihr habt die ganze Zeit die Preise erhöht. Jetzt müsst ihr mal dazu kommen, die Preise dann auch abzusenken. Es geht eben nicht, dass die Konzerne in der Corona-Krise und jetzt in der auch durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Inflation nochmal Profite machen auf Kosten der Verbraucherinnen. Aber wir haben es bei RWE in der letzten Woche gesehen. RWE hat die Gewinne aufgrund dessen noch einmal um 1 Milliarde Euro gesteigert. Das kann nicht sein. Das geht auf Kosten der Verbraucherinnen, die gerade besonders durch Energiepreise, aber eben auch durch steigende Lebensmittelpreise getroffen sind. Und wir sagen auch ganz klar, auf Perspektive kann auch die Vergesellschaftung von Energiekonzernen ein richtiger Weg sein. Wir haben es bei Uniper gesehen. Uniper ist jetzt ein Konzern in öffentlicher Hand. Aber welche Folge hat es am Geschäftsmodell von Uniper? Es hat einfach gar keine Folge. Das gleiche dreckige fossile Modell wird bei Uniper weiter betrieben in öffentlicher Hand, in staatlicher Hand sozusagen. Uniper hat jetzt nochmal seinen Gewinn gesteigert, nachdem sie massiven Verluste in 2022 gehabt haben. Man könnte man doch sagen als Staat, ey, das gehört uns. Das haben wir bezahlt, das gehört der Öffentlichkeit. Also bauen wir diesen Konzern um. Investieren wir in Erneuerbare, treiben wir Windkraft, Offshore beispielsweise, wo es ja auch noch große Mengen gibt, treiben wir das voran in öffentlicher Hand, dass es uns gehört. Machen wir eine Energiewende, die der Bevölkerung gehört, wo der Staat Durchgriffsrecht hat, um bezahlbaren Strom zu garantieren. Aber all das wird gerade nicht gemacht. Unseres Erachtens brauchen wir da eine dringende Änderung. Und wir sagen auch ganz klar, unsere Vorschläge schaffen gute Arbeit, eben indem wir massiv in die Kommunen investieren, indem wir in die Wärmenetze investieren in den Kommunen. Beispielsweise Kopenhagen hat einen Anteil von Fernwärme an 96%. In Esbjerg in Dänemark haben sie jetzt eine Großwärmepumpe gebaut, mit der sie 100.000 Haushalte auf einmal vom Kohlekraftwerk wegbringen. All das sind Beispiele, wo es funktionieren kann, wo investiert wird und wo in Zukunft investiert wird, statt Zukunft kaputt zu sparen, was diese Bundesregierung leider momentan tut. Und es bedeutet, wir legen ein Klimajobprogramm auf, mit dem wir 2000 qualifizierte und gut bezahlte Arbeitsplätze im Bereich von Schienenfahrzeugen, im Bereich von Busbau, im Bereich von Bahninfrastruktur schaffen. Wir können 200.000 qualifizierte Beschäftigte in den Verkehrsbetrieben schaffen. Bei der Bahn, wir können die Fahrgastzahlen steigern und ich hatte vorhin die Studien erwähnt, ein Ergebnis dieser Studien ist, was ist mit am beliebtesten
der öffentliche Nahverkehr und mit der Bahn zu fahren. Die Forderung, einen kostenfreien und gut ausgebauten Bahnverkehr und öffentlichen Nahverkehr zu haben, hat eine Zustimmung von über 80% in der Bevölkerung. Da müssen wir ran. Das schafft Akzeptanz. Und da reicht eben das 49-Euro-Ticket nicht aus, sondern wir brauchen eine Reaktivierung von Schienennetzen. Wir brauchen gut bezahlte Arbeitsplätze bei der Bahn. Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive von Menschen. Auch das kann staatlich unterstützt werden, wenn es an klare Bedingungen geknüpft ist. Und wir sagen ganz klar, wir lehnen die Pläne von FDP und Grünen ab, den Bahnkonzern zu zerschlagen, sondern wir sagen, die Schiene und der Betrieb der Schiene müssen in einer Hand sein. Aber damit tatsächlich die Bahn zu einem Eckpfeiler der Verkehrswende wird, wollen wir, dass die Bahn rückabgewickelt wird, weg von der Aktiengesellschaft, die Profit machen soll, und hin zu einer Anstalt öffentlichen Rechts, wo der Staat Durchgriffsrechte hat, wo es eben nicht notwendig ist, Profite zu machen, sondern wo die Bahn der zentrale Pfeiler der Verkehrswende ist, damit immer mehr Menschen auf die Bahn umsteigen. Und wir sehen mit dem 49-Euro-Ticket jetzt in Ansätzen, was möglich wäre, mit einer guten, gut ausgebauten, pünktlichen und wirklich effizienten Bahn, die ein Eckpfeiler dieser Verkehrswende wäre. Und selbstverständlich, zu dieser Verkehrswende gehört unseres Erachtens auch, wir brauchen Sofortmaßnahmen. Die Sofortmaßnahmen liegen auf der Hand. Das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, was jetzt sofort getan werden müsste. Und wir sehen, der Verkehrssektor ist eben der Sektor, wo wir am meisten hinten hängen in der Bundesrepublik Deutschland. Dazu gehört ein Verbot von Kurzstreckenflügen, die Kurzstreckenflüge auf die Bahn verlagern, statt dieses Wahnsinnsprogramm, was die Lufthansa jetzt gerade machen will, Kurzstreckenflüge wieder auszuweiten. Das ist der falsche Weg. Ein Verbot von Privatjets. Wir sagen auch ganz klar, Tempo 120 auf allen Autobahnen, Tempo 80 auf den Landstraßen, Tempo 30 als die Standardgeschwindigkeit in den Städten. Und wir wollen schrittweise die Städte autofrei machen. Andere Städte wie Barcelona, wie Paris machen es bereits vor, wie man das hinbekommen kann, wie man mehr Lebensqualität für die Menschen in den Städten schafft. Aber auf der anderen Seite müssen wir dafür sorgen, dass die Regionen nicht abgehängt werden. Mit dem öffentlichen Nahverkehr, der pünktlich ist, der gut ausgebaut ist und nicht wie jetzt, dass, wenn man in einem Dorf wohnt, nach 18 Uhr da kein Bus mehr fährt. Das kann einfach nicht sein. Oder dass am Wochenende kein Bus mehr kommt. Die Leute müssen die Möglichkeit haben, auch mit dem öffentlichen Nahverkehr in den unterschiedlichsten Formen, das können beispielsweise Kleinbusse sein, das können Sammeltaxis sein, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aber man muss die Möglichkeit haben, auch aus einem kleinen Dorf mit dem öffentlichen Nahverkehr wegzukommen. Die Schweiz macht es vor mit Investitionen, die 5-mal so hoch sind pro Kopf wie die Investitionen in der Bundesrepublik Deutschland. Die zeigt, dass es möglich ist. Und daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen und sollten darin massiv investieren, weil diese Verkehrswende wird der Eckpfeiler sein müssen für einen gerechten Klimaschutz. Und lassen Sie mich noch etwas sagen zu der Frage Verbotspolitik, weil es kommt ja dann immer von Rechten, das kommt von CDU, FDP, AfD, dass sie dann sagen, ja, aber was ihr wollt, ist doch eine Verbotspolitik. Wir haben es in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass die Bundesrepublik Deutschland immer wieder ihre Klimaziele verpasst hat. Und Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat mal gesagt, wir vertrauen der Wirtschaft, sie wollen alles mit Verboten regeln. Aber was hält unsere Gesellschaft zusammen? Es sind klare Regeln, auf die man sich verlassen kann. Es ist eine Sicherheit, auch eine soziale Sicherheit, die man den Menschen bietet. Es ist eine Verlässlichkeit. Und das haben diese Umfragen, die ich eingangs zitiert habe, ganz deutlich gezeigt. Die Menschen wollen eben keine Willkür, sondern sie wollen klare Regeln und sie wollen soziale Sicherheit im Prozess des Klimaschutzes. Und genau deshalb sagen wir, wir wollen kein Klimaschutz, der dem Markt überlassen wird. Wir wollen kein Klimaschutz, der willkürlich ist, sondern wir wollen einen Klimaschutz mit klaren, gerechten Regeln, von dem alle profitieren. Und last but not least, lassen Sie mich auch noch etwas zur Frage der Klimaanpassung sagen. Das wird eine ganz zentrale Frage sein, mit der wir uns werden befassen müssen. Wir müssen uns auseinandersetzen, dass
auch bei 1,5 Grad Erderhitzung. Und das wird aller Wahrscheinlichkeit nach unvermeidbar sein, wenn es nicht ein grundlegendes, radikales Umsteuern gibt, was nicht in Sicht ist, wenn man in die Staaten der Welt guckt. Selbst bei 1,5 Grad wird das, was wir da gerade draußen gerade erleben, mit Überschwemmungen, mit Hitzewellen, mit Wassernotstand und so weiter und so fort, wird Alltag werden. Wir sehen jetzt die Anfänge, die noch relativ mild sind, aber wir sehen diese Anfänge jetzt auch in Europa. Und das bedeutet, wir müssen auch jetzt die Klimaschutzmaßnahmen, die Anpassungen in Deutschland vorantreiben. Auch dazu sollen diese 100 Milliarden dienen. Und dazu gehört dann nicht nur, die Deiche in meinem Heimatbundesland Schleswig-Holstein hochzuziehen. Das muss auch selbstverständlich passieren. Sondern dazu gehören ganz andere Maßnahmen. Wir müssen beispielsweise, ich hatte das Beispiel Paris erwähnt, wir müssen die Städte umbauen. Wir brauchen massiven Städteumbau mit mehr Grün, mit mehr Flächen, wo Wasser versickern kann, mit mehr Bäumen, die für die Menschen da sind, die den Menschen Schutz bieten. Denn diese Hitzewellen, die werden zum Alltag werden und unser Klima wird sich auch hier massiv verändern. Das heißt, die Städte müssen grundlegend anders werden. Wir brauchen einen Plan, wie wir mit Wassernotstand umgehen. Der wird gerade auf deutscher Ebene, auf Regierungsebene verhandelt, auch mit Lobbygruppen verhandelt. Und dann gibt es das Bestreben, dass ja im Zweifelsfall vielleicht doch Unternehmen wie Tesla, wie Chemiekonzerne und andere vielleicht doch eher das Wasser kriegen sollten, weil die tragen ja zum Bestehen der Wirtschaft bei. Und da sagen wir ganz klar, wir müssen bei dem Prinzip bleiben, dass bei der Wasserversorgung die Priorität bei den Kommunen liegt, bei den Stadtwerken liegt und bei den Privathaushalten liegt. Weil wir dürfen die Wasserversorgung auch hier an dieser Stelle nicht den privaten Konzernen überlassen. Und das bedeutet ganz klar, Wasser ist kein Renditeobjekt. Wasser ist nichts, womit man Handel betreibt, was man dem Markt überlässt, sondern auch da brauchen wir klare Regeln, wie wir mit Situationen des Wassernotstands umgehen. Weil wir haben in den letzten Sommern erlebt, dass es zu solchen Situationen kommt und dass es dann zu Konflikten in der Bevölkerung kommt. Wir haben es in Frankfurt am Main erlebt. In Frankfurt gab es diese Frage, dass es relativ wenig Wasser gab. Und Frankfurt ist angewiesen auf die umliegenden Regionen. Und dort sind Menschen auf die Straße gegangen, weil sie gesagt haben, ja, es kann doch nicht sein, dass wir Frankfurt Wasser liefern, aber wir dürfen unsere Gärten nicht mehr bewässern. Das heißt, das sind reale soziale Konflikte, die da auf uns zukommen. Und darauf braucht die Bundesregierung eine Antwort. Darauf brauchen wir in Deutschland eine Antwort, weil wir müssen die Bevölkerung mitnehmen. Wir brauchen sozial gerechten Klimaschutz auch an dieser Frage. Und ein letztes Wort. Die Klimakatastrophe lässt sich nicht nur in Deutschland stoppen. Deutschland ist keine Insel. Das ist manchmal eine Argumentation, die kommt von Gegnern von Klimaschutz in Deutschland. Die Formulierung an sich ist nicht falsch, denn Deutschland ist nicht nur verantwortlich für CO2-Emissionen, für Klimazerstörung und Erderhitzung in Deutschland, sondern weltweit mit den Konzernen, die weltweit produzieren, wo auch für uns in Sweatshops im globalen Süden produziert wird. Deutschland verursacht mit den Emissionen Klimakatastrophen, Wirbelstürme und so weiter und so fort weltweit das Abschmelzen von Gletschern, die reale Bedrohung von Menschen, und genau deshalb kann der Klimawandel eben nicht nur hier gestoppt werden, sondern deshalb ist eine nationale Aufgabe. Und deswegen reicht es eben nicht, den Kapitalismus grün anzumalen, sondern deshalb brauchen wir eine grundlegend andere Form zu wirtschaften und zu konsumieren bei uns in der Gesellschaft. Deswegen ist die Wasserstoffstrategie, die die Bundesregierung aufgelegt hat, so verheerend. Weil sie darauf abzielt, das alte fossile Modell, wo 70% der Energie importiert wurde, nach Deutschland fortzuschreiben und zu sagen, okay, dann soll es doch der globale Süden den super Wasserstoff liefern, den wir hier bei uns brauchen. Das kann nicht die Antwort sein, die alten Ausbeutungsverhältnisse fortzuschreiben. Wir müssen hier auf Effizienz setzen. Wir müssen hier unsere Verbräuche in Deutschland reduzieren und wir brauchen einen Technologietransfer in den globalen Süden. Wir müssen unsere Verantwortung, zu der Deutschland sich bekannt hat auf den Weltklimagipfeln, für die Finanzierung von Klimafolgen ernst nehmen. Wir müssen dafür Gelder bereitstellen und
nicht zuletzt brauchen wir einen Schuldenschnitt für die Länder des globalen Südens, damit sie auf die Beine kommen können, damit wir sie investieren können in erneuerbare Energien, in die Umstellung ihrer Wirtschaftsweise und eben auch in soziale Gerechtigkeit. Ein Schuldenschnitt ist dafür eine grundlegende Bedeutung. Und deshalb ist es eben ein fatales Signal, wenn Habeck und Scholz jetzt durch die Lande ziehen, überall Verträge machen über Öl- und Gasinfrastruktur. Das haben sie gesagt in Glasgow auf dem Weltklimagipfel, das werden wir nicht machen. Jetzt haben sie dieses Versprechen gebrochen. Noch einmal, wir dürfen nicht die alten Ausbeutungsverhältnisse fortsetzen, sondern gut gemachter, gerechter internationaler Klimaschutz ist auch eine Bekämpfung von Fluchtursachen, schafft langfristig Sicherheit, Wohlstand und Frieden. Vielen Dank. Und jetzt hatte ich noch irgendwo was auf meinem Zettel stehen, und zwar AfD-Bundesparteitag. Dazu ein paar ganz kurze Worte. Der AfD-Bundesparteitag hat noch einmal manifestiert, die AfD rückt immer weiter nach rechts. Das ist eine Dramatik, die wir dort sehen, denn Björn Höcke war der Maßgebende auf diesem Parteitag. Die Björn Höcke, der öffentlich als Faschist bezeichnet werden kann, mit seiner Agenda. Wer auf diesem Europaparteitag der AfD sich nicht klar gegen Europa positioniert hat, wer sich nicht klar gegen demokratische Mitbestimmung positioniert hat, wer sich nicht klar gegen queere Menschen und Rechte von Minderheiten positioniert hat, der hatte keine Chance, gewählt zu werden. Das heißt, das ist mittlerweile Konsens. Die Ablehnung von Europa, die Ablehnung von demokratischen Prozessen, die Ablehnung von Minderheiten und Freiheitsrechten, die wir in unserer Gesellschaft hart erkämpft haben und die wir verteidigen müssen. Deshalb ist es ein fatales Signal, wenn jetzt Frau Faeser auf Bundesebene nicht nur eben mit der Asylrechtsverschärfung, sondern jetzt auch mit diesen Vorschlägen zur Clankriminalität immer weiter den Rechten auf dem Leim geht, denen immer weiter entgegenkommt. Weil die Geschichte hat gezeigt, wer rechte Politik macht, stärkt die Rechte. Das ist ein massiver und grundlegender Fehler. Genauso wie es falsch ist, den Rechten nach dem Munde zu reden, ist es falsch, ihre Politik zu machen. Sondern wir brauchen in dieser Situation ein Gegenhalten. Wir müssen politische Freiheitsrechte und Demokratie verteidigen mit aller Macht und in allen Bündnissen. Aber wir brauchen auch die Alternativen. Wir müssen die Alternativen stark machen. Statt Bildungsangebote und Beratungsangebote kaputt zu sparen, wie es jetzt die Bundesregierung plant, müssen wir sie ausbauen. Wir brauchen die sozialen Alternativen. Das heißt, wie wir es eben dargelegt haben, Klimaschutz, der sozial gerecht ist. Das ist das Programm gegen die Rechten. Nicht ihnen nach dem Munde reden, nicht ihre Politik machen, sondern gegenhalten und die sozialen Alternativen stärken. Vielen Dank. So, wir kommen nun zu Nachfragen. Ich möchte Sie bitten, sich kurz vorzustellen und uns verraten, für welches Medium Sie arbeiten. Bitte schön, das war die erste Frage. Mario Kubina von der ARD. Herr Beutin, die klimapolitischen Positionen der Partei waren ja auch Teil der Begründung von Frau Mohammed Ali, nicht mehr zur Verfügung zu stehen bei der nächsten Fraktionsvorstandswahl. Von Seiten der Parteizentrale kamen bisher nur ein paar Dürrezeilen dazu. Vielleicht können Sie uns etwas näher erläutern, wie Sie das hier bewerten. Selbstverständlich nehmen wir die Ankündigung von Frau Mohammed Ali, nicht mehr zu kandidieren für den nächsten Fraktionsvorstand, mit Respekt zur Kenntnis und danken ihr für die geleistete Arbeit. Ich habe eben gerade unser Sofortprogramm für Klimaschutz vorgestellt. Es ist ein Sofortprogramm, was sich gegen die verheerende Kürzungspolitik der Bundesregierung, gegen dieses Aufbauprogramm für die AfD richtet. Und was in soziale Alternativen investiert, was in gute Arbeit investiert, was in soziale Sicherheit investiert, das ist unser Gegenprogramm gegen die Bundesregierung, aber auch gegen den Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Das werden wir als Linke stark machen, weil wir absolut davon überzeugt sind, dass nur eine Linke, die auch auf die Herausforderungen des Klimawandels eine glaubwürdige und gerechte Antwort hat,
auch eine Zukunft haben wird, weil der Klimawandel, der wird nicht einfach weggehen. Die Probleme werden größer werden, wir stehen am Anfang. Das heißt, auf die Perspektive werden wir darauf eine Antwort brauchen. Die geben wir auch mit diesem Sofortprogramm, mit unseren gesamten klimapolitischen Positionen. Und deshalb glaube ich, dass wir an dieser Stelle keine Leerstelle haben. Tom Lehning, Mitteldeutscher Rundfunk. Jetzt wirft Ihnen Frau Mohamed Ali ja unter anderem auch vor, dass Sie zum einen Ihre eigene Person, aber auch andere Mitglieder aus der Partei treiben würden. Sie gehören dem Bundesvorstand der Partei an. Sehen Sie das auch so? Ich meine mich nicht zu erinnern, dass sie gesagt hat, dass sie jemand aus der Partei treibt in diesem Statement. Das ist ja auch, wie Sie sicherlich mitbekommen haben, falsch. Aber wir haben in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, eine lähmende Debatte in der Partei gehabt, um die Frage, so würde ich es sehen, wie reagieren wir auf die gesellschaftlichen Krisen? Und wir haben unterschiedliche Wege darüber diskutiert. Und das muss in einer pluralen Partei möglich sein, über diese unterschiedlichen Wege zu diskutieren. Irgendwann kommt der Punkt, da trifft eine Partei Beschlüsse und dann ist es auch Aufgabe der RepräsentantInnen dieser Partei, die Beschlüsse zu repräsentieren nach außen, sie zu vertreten, die Partei stark zu machen, den Kern der sozialen Gerechtigkeit stark zu machen, den Kern des gerechten Klimaschutzes stark zu machen, die Verteidigung der Demokratie und die Verteidigung auch von Frieden und menschenrechtspolitischen Positionen dieser Partei. Wir haben dazu häufig in den letzten Monaten und Jahren erlebt, dass in der Öffentlichkeit, nachdem Beschlüsse gefasst worden sind, die über die Presse wieder in Frage gestellt worden sind. Aber unsere Politik wird eben nicht bei Lanz oder in der Welt oder in der Bild-Zeitung gemacht, sondern unsere Politik machen wir in den Gremien dieser Partei und da fassen wir auch Beschlüsse. Aber der Punkt, wo es kritisch geworden ist und wo wir als Parteivorstand handeln mussten, war ganz klar der Punkt, als die Einheit dieser Partei und die Existenz dieser Partei in Frage gestellt worden sind. Wir haben diverse vertrauliche Gespräche mit Frau Wagenknecht geführt. Wir haben deutlich gemacht, du bist willkommen, wenn du deine Position in der Partei zur Debatte stellst. Wir sind eine plurale Partei. Was nicht geht, ist die Existenz dieser Partei in Frage zu stellen oder mit den Ressourcen dieser Partei, diese Partei von innen heraus zu zerstören. Und ich wüsste keine Partei in der Bundesrepublik, die sich das gefallen lassen würde, sondern das war der Punkt, wo für uns die rote Linie war, wo wir gesagt haben, da müssen wir uns auch schützen vor die Mitglieder stellen, die Tag für Tag an den Infoständen stehen, die Sozialberatungen machen, die in den kommunalen Vertretungen aktiv sind. Da müssen wir uns davor schützen stellen, müssen wir die rote Linie ziehen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Und dieser Punkt ist für uns gekommen gewesen. Da haben wir diesen Beschluss gefasst und gesagt, wir verteidigen die Pluralität der Partei, wir verteidigen die Beschlüsse dieser Partei, wir wollen die Partei wieder auf solide Füße stellen, aber wir werden auch kämpfen gegen die Zerstörung dieser Partei. Das ist das, was wir nicht zulassen. Konkrete Schritt, der jetzt unternommen wird als Reaktion auf diesen Beschluss, auf den Sie abstellen, ist, dass eine prominente Vertreterin der Partei im Bundestag sagt, sie will nicht mehr. Also haben Sie damit letztlich nicht der Sache einen Bärendienst erwiesen, indem Sie eben klar gesagt haben, Zukunft ohne Wagenknecht und letztlich auch ohne diejenigen, die Wagenknecht unterstützen, dass jetzt der Spaltungsprozess neu an Fahrt gewinnt? Wir reisen momentan durch die Kreisverbände. Wir diskutieren mit den Mitgliedern. Ich habe das auch in Osten, ich habe es beispielsweise in Thüringen gemacht. Und dort habe ich in den Kreisversammlungen, in der Diskussion mit den Menschen erlebt, es gibt inhaltliche Differenzen. Es gibt inhaltliche Differenzen, wie die Migrationspolitik ausgestaltet wird. Es gibt inhaltliche Differenzen in der Friedenspolitik, auch über Sozialpolitik. Die gibt es. Aber wo die Mitglieder unserer Partei nicht mitgegangen sind in diesen Diskussionen, die ich geführt habe, ist an dem Punkt, wo es um die Existenz dieser Partei geht. Weil wir haben diese Partei gemeinsam aufgebaut als soziale Alternative. Wir brauchen diese Partei meines Erachtens dringend, gerade in dieser gesellschaftlichen Krise, weil es einen Druck auch von links geben muss gegen diesen Rechtsruck für eine soziale, solidarische und ökologische Politik. Und deswegen ist der Punkt, wo wir diese Partei verteidigen,
der Punkt, wo andere versuchen, aus dieser Partei heraus ein anderes Projekt auf den Weg zu bringen. Das geht nicht, das ist die rote Linie. Und wir werden darum kämpfen, so viele Menschen wie möglich in unserer Partei zu halten und mitzunehmen. Es mag sein, dass eine kleine Minderheit einen anderen Weg geht, in ein anderes Projekt. Das können wir dann an diesem Punkt nicht verhindern, aber wir müssen diese Partei und die Mitglieder unserer Partei verteidigen. Jetzt sehen wir, dass andere Bundestagsabgeordnete, wie zum Beispiel Herr Pellmann, sich direkt mit Frau Mohamed Ali solidarisieren. Wie groß ist Ihre Befürchtung, dass die Fraktion nicht mehr zu halten ist, wenn jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo eine kritische Masse an Abgeordneten sagt, das ist nicht mehr unsere Partei? Das ist eine Spekulation. Ich kann sagen, wir haben diese Diskussionsprozesse, die ich eben geschildert habe in unserer Partei. Wir bemühen uns darum, dieser Partei ein klares Profil zu geben, gerade in dieser gesellschaftlichen Krise, die ich eingangs auch beschrieben habe. Und was die Konsequenz daraus ist, kann ich nicht sagen. Ich appelliere an alle Mitglieder dieser Partei, an alle Mitglieder der Fraktion, um die Einheit unserer Partei zu kämpfen und um den pluralen Charakter dieser Partei zu kämpfen. Ich kann aber niemandem vorschreiben, was sie oder er irgendwie zu tun hat. Ich kann nur sagen, wofür wir stehen als Parteivorstand, wofür wir kämpfen, übrigens auch mit den Landesvorständen, die sich hinter die Beschlüsse des Parteivorstandes gestellt haben und mit den Mitgliedern, die mit uns diesen Weg gehen wollen. Warten Sie noch kurz aufs Mikro. Ja, Sie hatten ja in der Vergangenheit schon den Rücktritt der Fraktionsvorsitzenden gefordert. Nun ist es ja bei Amira Mohamed Ali, eigentlich müssten Sie dann ja mit froh sein, dass jetzt zumindest die eine geht. Würden Sie sich denn jetzt auch wünschen, dass auch Bartsch verkündet, dass er nicht mehr für die Fraktionsführung antritt? Ich will nochmal auf den Kontext dieser Äußerung hinweisen, der Ihnen wahrscheinlich auch noch bekannt ist. Diese Äußerung habe ich getätigt im Zusammenhang dessen, dass diese Fraktion beschlossen hat, Klaus Ernst zum Vorsitzenden des Klimaausschusses zu machen, was ich weiterhin für eine verheerende Entscheidung halte und wo ich mich auch bestätigt sehe, weil er tut momentan alles, um diese Partei zu beschädigen und er sagt, wenn es ein neues Parteiprojekt gibt, werde ich in die neue Partei mitgehen. Das ist nicht das, was ich von einem Ausschussvorsitzenden, der mit auf Bitten der Linksfraktion Ausschussvorsitzender geworden ist, erwarte. Und in dieser Situation habe ich gesagt, es ist eine verheerende Entscheidung. Dafür stehen die beiden Fraktionsvorsitzenden und für diesen Fehler sollten sie meines Erachtens die Konsequenz ziehen. Es war sozusagen vor einem Jahr diese Forderung. Und ganz klar ist, wir werden unsere Klimapolitik verteidigen. Wir werden aufzeigen, was eine sozial gerechte Klimapolitik ist, welche Maßnahmen in dieser Situation ergriffen werden müssen. Und wir wollen das gemeinsam mit der Fraktion machen. Wir wollen das mit den Abgeordneten machen, die in dieser Fraktion eine gute Arbeit machen, die diese Ziele mit uns gemeinsam verfolgen. Und wir wollen Partei und Fraktion stärken, damit wir bei den kommenden Landtagswahlen, nicht zuletzt in Thüringen im nächsten Jahr, eine gute Fraktion bekommen und den Rechtsruck verhindern können, den Rechtsruck bekämpfen können. Letzte Frage von mir, nur noch mal, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir uns jetzt mal überlegen, drei Abgeordnete treten aus der Fraktion aus, was würde das für die Linke, für auch die Parteiarbeit der Linken bedeuten, wenn dieser Schritt tatsächlich gegangen wird? Also es gibt eben einfach ein paar formale Sachen, die kennen Sie, Bildung einer Gruppe und Ähnliches. Was wir möchten, ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Partei und Fraktion. Was wir möchten, ist, dass wir ein gemeinsames Ziel, gemeinsames Politikkonzept gegen diese antisoziale Politik der Ampel vertreten und gegen den Rechtsruck vertreten, dass wir es gemeinsam tun, gemeinsam mit den guten und kompetenten Abgeordneten unserer Fraktion, die an ihren Stellen eine gute Arbeit machen, die unverzichtbar ist für eine linke Politik in diesem Land. Dafür werben wir. Und dafür werden wir auch weiter werben, genauso wie wir um die Mitglieder unserer Partei werben, dieses Projekt zu stärken, diese Linke zu stärken, gerade in diesen Zeiten, weil wir es eben so dringend brauchen.
Gut, ich sehe keine Fragen mehr im Saal. Wir haben noch eine Frage per SMS von Frau Maurer vom ZDF. Und sie fragt, ist die Entscheidung von Amira Mohamed Ali in Ihren Augen auch Teil der inhaltlichen Klärung? Ja, das war die Pressekonferenz von Lorenz Göster-Bentin. Er ist Co-Vorsitzender der Linken Partei. Und es ging natürlich vor allem um den Rückzug von Amira Mohamed Ali, die ja gesagt hat, sie wird nicht mehr antreten an der Seite von Dietmar Bartsch als Co-Vorsitzender der Fraktion der Linken. Das war das beherrschende Thema der Fragen zumindest am Ende. Und mir zugeschaltet ist jetzt Lothar Probst, der ist Politikwissenschaftler in Bremen. Herr Probst, wie haben Sie die Pressekonferenz gesehen? Es scheint ja so, als ob die Spaltung der Linken mit dieser Rückzugsankündigung von Mohamed Ali noch weiter vorangeschritten ist. Ja, Sie haben vollkommen recht. Die Spaltung wird wahrscheinlicher mit diesem Schritt. Und wenn man die Pressekonferenz verfolgt hat, dann kann man sagen, wenn Frau Mohamed Ali diese Entscheidung unter anderem damit begründet, dass sie befürchtet, dass die Linke immer mehr zu einer Ersatzgrünen wird, Ersatzgrünen Partei, dann hat Herr Beutin, der stellvertretende oder einer der Bundesvorsitzenden, beziehungsweise des Mitglied des Bundesvorstandes, ihr allen Grund dazu geliefert, denn drei Viertel der Pressekonferenz ging eigentlich darum, wie die Linke als Klimapartei in Zukunft Politik machen kann. Also man hatte zeitweise den Eindruck, dass es darum ging, dass die Linke in einen Überbietungswettbewerb mit den Grünen tritt, nur mit sozialerem Anstrich. Und also insofern war man schon etwas verwundert, dass dieser Ankündigung von Frau Mohamed Ali doch mehr oder weniger schulterzuckend zur Kenntnis genommen wird und dass man letzten Endes auch in der Führung der Linken jetzt davon ausgeht, dass die Spaltung unmittelbar bevorsteht. Herr Probst, vielen Dank bis hierher. Wir sprechen gleich in unserer 14 Uhr Nachrichtensendung weiter mit Ihnen, hintergründiger mit Ihnen. Zunächst wollen wir Ihnen aber eine Doku senden, eine Kurzdoku, Wenn der Staat zum Feind wird. Und wir sehen uns um 14 Uhr wieder.